Wir wollen natürlich dort anknüpfen, wo wir bei der Wikinger aufgehört haben, versuchen wieder mit schnellen Zeiten auf uns aufmerksam zu machen. Schön wäre, wenn wir es dieses Mal durchbringen, natürlich. Bilov zum Beispiel heute Abend kommt dem Auto sehr entgegen. Ich denke, es gibt schon drei, vier Ecken, wo man mit dem Auto sehr viel rausholen kann. Es ist ziemlich gut gelaufen, eigentlich so, wie ich es mir vorgestellt habe. Wir haben in den ersten zwei Runden relativ vorsichtig gemacht und dann versucht,
so zügig wie es geht über die Prüfung zu kommen. Ich denke, der Carsten Mohr war jetzt 4 Sekunden schneller, als wir das eigentlich die Vorgabe oder unser Ziel war, eigentlich so uns knapp hinter ihm einzureihen. Das ist uns jetzt gelungen.